Schweizer Käse, dann frage ich mich, wie ein Schweizer Käse dann aussehen soll. So. Und hupsa. Bam. Was? Danke. Oh. Gut. Wow. Und ich dachte gerade, jetzt käme der große Angriff der Spinnen. Nein, es war doch nur eine Kuh. So. Unsere Hochöfen dürfen wieder weiter heiß laufen. Wie, er ist fertig hier. Was ist da los? Was ist da los? So geht das ja nicht. Hier einfach aufhören. Ist nicht. Jetzt haben wir dieses ganze Stack hier tatsächlich nur damit verbracht, auf unserem Hausdach eine große Plattform zu bauen. Yay. Das war bestimmt mein Ansinnen. Gut, ist ja auch im Endeffekt egal. Ich brauche auf jeden Fall erstmal wieder frisches Material. So, was haben wir hier? Das sagt, ist auch durchgegart. Ja. Ist durch, würde ich sagen. Und hier ist nicht durch. Das ist schon mal was. So. Gravel geht weg. Sandblock geht rein. So, hier kommt das zu. Ich bin echt überrascht, wie wenig Platz ich bisher brauche. Alles momentan, das ist schön. So. Er produziert noch fleißig, gut. So. Zweiter. Dann darf der nämlich hier weitermachen. Ja. Ich mache erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Dann ist auch das Ding hier oben fertig und ja, ich habe vielleicht schon mal ein bisschen mehr von unseren Spaceship-Materials zusammen, damit wir dann auch damit anfangen können, unser eigenes Raumschiff zu bauen. Also, bis später, Leute. Ciao, ciao. So, herzlich willkommen zurück. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier das Dach mal fertig gemacht und habe mal so angefangen, die, mal so einen Block so zu bearbeiten, wie ich mir das vorstelle, sodass wir hier im Endeffekt später eine Gefechtsstation drauf haben, beziehungsweise Verteidigungsstation. Das Ganze dann viermal und im Zentrum des Ganzen wird dann nochmal so ein Viererblock stehen, der dann mit einem entsprechenden Deflektor ausgestattet ist, damit wir hier unsere ganzen Geschütze schützen können. Ob das so in der Praxis dann umsetzbar ist und inwiefern das dann sinnvoll ist, ist ja eine ganz andere Geschichte. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Hups. Bauen wir erstmal noch die anderen soweit fertig, damit. Ups. Ey, nicht durch. Und dann kümmern wir uns nämlich um die Deflektoren, beziehungsweise um die tatsächliche Umsetzung des Ganzen. Whoops, 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 whoops. Ja, das sieht schön gleichmäßig aus. So.
Fall gleich. So, das würde funktionieren. Funktioniert aber leider nicht. Aber das kriegen wir auch gleich hin. So. Ach, ich will hier doch nur durch. Danke. Die Tür ist aber auch ein Hindernis. Das ist unüberwindbar. Also da kommt man einfach auch nicht durch. Wie soll man durch eine Tür kommen? Also meine, jeder fragt sich, Türen, geht man durch? Hier nicht. Hier ist das ein unüberwindbares Hindernis. Hier kommt man nicht durch. Hier kommt ihr nicht durch. Ach ja. Hier kommt gleich die Sandproduktion in Gang. Gut, wenn ich gleich wieder da bin, ist hier wahrscheinlich auch Schicht und Schacht. So. Erstmal den setzen. Ups. 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 So. Nächster Gefechtspunkt ist fertig. So. Ups, und es reicht gerade eben. So, ups, 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 und fertig. Tada! So, so sieht unsere Festung doch schon so langsam mal nach was aus. Auch wenn es noch keine richtige Festung ist, gebe ich ja zu. Es ist erstmal nur ein grober Entwurf. Sieht aber schon mal, macht aber schon so langsam mal ein bisschen was her. So. Hier wird jetzt Sand produziert, habe ich gehört. Und zwar ganz viel, in großen Mengen. Und hier gibt es erstmal, lade ich erstmal Steine ab. So, Steine. Und hier gibt es Bomben. 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 Ach ja. Wo wir gerade dabei sind, hier wird noch produziert, hier auch noch, gut. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's gut aus. Jetzt gucken wir mal hier. Also irgendwie wandert das Ding gerade. Ich weiß nicht wieso, aber es wandert. Es hat so einen Hang zur Wanderschaft. Nobody knows. So, jetzt mal hier schnell schauen. Jupp, dann können wir hier ja auch gleich mal mit den Komponenten anfangen. Haben wir ja jetzt genug davon. Beziehungsweise, wenn wir wirklich erstmal so einen Deflektor hier hinsetzen wollen, brauchen wir erstmal ein bisschen Stein. Ja gut, Steine kriegen wir hoffentlich noch schnell genug. Hier ist aber erstmal nichts mehr. Hier ist alles leer gefegt. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, dann schmeiße ich jetzt erstmal hier meinen letzten rein. Gucken wir nämlich gleich mal, wo wir da noch den Berg weiter bearbeiten können. Ach wohl, wobei. Das mache ich mir eigentlich groß Gedanken. Hier ist doch noch genug Platz. Können wir noch mal locker eine Bombe reinschmeißen. So, nächste Höhle, so. Ups. Ja. So, geht auch. So schnell ging das. Jetzt haben wir auch genug Steine. Wundert mich aber immer noch, dass wir hier kein... Wieso war das nur so wenig? Das war irgendwie... Naja. Gut, fragen wir lieber nicht nach. So, hier gibt es erstmal noch ein bisschen was. Ach ja, dann brauchten wir das. Und, ach ja, das brauchten wir auch. Ach. Ja, genau. So. Und wir brauchten eigentlich auch noch im Zentrum eine Position, aber die haben wir jetzt nicht. Das ist natürlich doof. Gut. Vielleicht lasse ich es doch erstmal weiterarbeiten. Zuerst mal. Bis
hier hinten vielleicht wieder irgendwas ist. Was sagt der Sand hier? So, erstmal Sand abheben, Sand zuführen. Und wenn das fertig ist, dann bauen wir auch weiter. Ich mache erstmal hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, ich habe jetzt die Plattform endgültig fertiggestellt. Ich weiß, ich habe immer noch eine riesen Produktion an diesen Steinen hier, aber das, ja, das ist jetzt halt so. Und, ja, mal gucken, jetzt müssen wir irgendwie mal zusehen, dass wir hier, dass ich das irgendwie mittig, platziert kriege. Beziehungsweise, so, ups. Whoops. So, whoops. Damit man auch hier so schnell hinkommt. Obwohl, da brauchen wir gar nicht so viel. Und so. Das hätten wir auch. Das will ich doch gar nicht. Ich will doch immer noch nur weiterbauen hier. So. Okay, das geht auch nicht, das ist doof. Egal. Wir können ja noch... So. Das hat schön alles in den Boden reinreicht. So, das sieht doch hübsch aus. Sehr schön. Zack. Ups, hoch. Und hier wäre dann unser Gefechtsturm. So. Das ist aber jetzt erstmal egal. Ey, so. Das geht nämlich erstmal wieder zurück hier ran. Und jetzt, geht's nicht mehr, weil wir nämlich keine Chips mehr haben. Na toll. Gut, dann lasse ich das jetzt erstmal zu Ende produzieren und dann kümmern wir uns hoffentlich dann auch darum, dass das... So, hier gibt es erstmal wieder Gravel. Also Kies. Was ist hier noch? Hier ist auf jeden Fall Stahl drin, das ist gut. So, davon haben wir auch genug. Also wir können auf jeden Fall ein dickes, fettes Raumschiff bauen, das ist schon mal sicher. Wieder erstmal die Lithiumplatten hier herstellen. Die nehmen wir erstmal wieder mit. Schubs. Damit wir dann auch unsere Verteidigungsanlagen später bauen können. So, was brauchen wir denn überhaupt, um mal ein Spaceship zu bauen? Das wäre das nächste, was wir hier an. Ne, wir wollen. Wir bauen ein eigenes. Eine Plattform. Okay, wir brauchen also Stahl und Geld. An Geld sollte es nicht mangeln. Glaube ich zumindest. Sollte es zumindest nicht. Gut, so. Geld und Stahl. Stahl sollte man nicht auch genug haben. So, haben wir auch. Ups, komm. So. Nun die Frage, wo ist ein guter Platz, um ein Raumschiff zu bauen? Wie wäre es denn mal mit... Hier! Ach ja. M. Ja. B. Hübsch! Cool! Die ist ja toll! Wahnsinn! So. Erstmal da wieder abgeben. Das haben wir genug. Das auch genug. Das Geld geht erstmal in den Kasten. Und jetzt erstmal die ganzen Teile. Ach ja. Wie war das? Genau. So. Also, dann wollen wir doch mal unser Spaceship hier
mal produzieren. Keine Ahnung, was das für ein tolles Ding wird. Ich kann erstmal ein bisschen die ganzen Antriebsgeschichten. So. Hups, hups, hups. Hups. Und Halli hopp. So, das ist schon mal der Anfang. Gut, dann machen wir erstmal mit den Versorgungskanälen hier so weiter. Ups. Hey. Okay. So. Marke extra leicht. Hatten wir erstmal wieder weg hier. Das gefällt mir noch nicht. Brauche ich doch Stahl, na toll. Hey. So. Hallo, ich will hier durch. Dankeschön. Vergrößern wir das mal ein bisschen. Packen mal den Wing hier so ein bisschen in die. Ach, da. So, wie groß ist dieser Flügel? 1, 2, 3, 4, 5. So. Also das ganze Schiff muss ja natürlich ein bisschen leichter werden, beziehungsweise erstmal natürlich. Noch ein bisschen größer. Ups. So, Carbon. Beziehungsweise nein, erstmal hier natürlich die Elektronik. Darf ja nicht fehlen. Ups, das war zu viel Elektronik. So, Elektronik. So. Hier wird der Bordcomputer sein. So, folglich müssen wir das hier ein bisschen
Nee, das war doch zu viel. Gut. Das war zu viel. Das war zu viel. So. So, hopp. Sieht eher aus wie so ein